Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ich weiß, man sieht nicht viel, aber man soll auch nicht viel sehen. So, lasst ein Like und ein Abo, folgt mir überall. Heute geht's im Werepark shoppen. Cubenlink, Shane, das Nike-Sport, LA-Hut und Adidas Pants. Richtig fresh. Schuhe, ich habe alle meine Schuhe hier mit, weil ich muss Videos vorproduzieren für die Ferien. Vorproduzieren. Und jetzt, tschüss Leute. Radelchen wird flex, but okay. Okay, wir der Flex. Die Nordsee dauert ein Wischt. Und der Siebenschläfertag, also wirklich bei uns das Wetter bestimmt. Wir sind da. Chillig, bis gleich. Yippie, Rainer. Eine Halle mit Krone. Hui. Sieht richtig fresh aus. Sieht nice aus, hier so Blumen. Hier sind überall Geschäfte. Richtiges, sorry, das ist so wackelig, richtiges Einkaufszentrum. Leute, hier gibt's sogar Bubble Tea. Ich hätte ihn jetzt probiert, aber da steht coming soon. Leider gibt's ihn noch nicht. Sonst hätte ich mir ihn direkt gekauft. H&M Desinfektionsmittel genommen, das fühlt sich so ekelhaft an. Widerlich. Hier bei Kinder, Peace, Peace. Ich guck mal ein bisschen mich um. Einfach so. Hier habe ich alles. Kurzhosen. Das ist mein längerer Vlog. Bartik-Hoodie im Mini. Hole ich mir Kappa. H&M ist einfach nicht so meins. 3 vor 2. Nee, sieht auch scheiße aus. Das hier, wie sieht das aus? Auch nicht gut. Mickey Mouse. Nee, nicht meins. Nicht meins. Einfach nicht meins. Kann nur noch 25 Minuten filmen, wie immer. Hier guck ich nochmal. Nee, auch nicht so. Ich guck nach Tanktops, also so Basketball-Style. Eventuell so einen weißen Bucket-Hit, so ähnlich wie der. So einen habe ich. Die habe ich auch. Die brauche ich nicht. Lederjacke wollte ich auch mal gucken. Nee, die hat kaputt. Ach, immer so Mini-Manko. Ich guck, ob hier Filme drauf ist. Jetzt nochmal zu Männer. Weitwinkel sieht fresh aus, Alter. Hier richtig nice aufgebaut. Sale, Amprobe, Sale. Aber überall Sale. Da hinten sind Accessoires, da könnte was sein. Cappies. Badehose, die ist nice aus, ist halt nicht meine Größe. Bag, so Leder. Ach, ich weiß nicht. Das scheiß Handy ist einfach gerade runtergefallen, gar keinen Bock. Diese Tasche ist richtig nice, ich zeige euch mal kurz. Die kann man so über die Brust tragen. Sieht richtig nice aus für Handytasche. Ich überlege es mir. Rostkopf ist getätigt, so diese Lederoptik, 13 Euro. Chillig, zeige ich euch später nochmal. Hat keiner gesehen. Digga, Louis Vuitton-Sneaker in Kopf. Erinnert einfach eiskalt an Balenciaga. Looney Tunes, VLFDY, crazy. Armbänder und so, die sehen auch frisch aus. Ringe. Weiß nicht, was daran halten soll. Ohrringe, Sonnenbrillen. Ich gucke Armbänder, noch mehr Ringe. Auch keine meiner große S gibt's hier nicht. Boah, ich gehe mal weiter. Das war flop. Ja, rein da. Bücher, wir gucken nach Büchern und Etui, weil ich brauche ein Etui. Meins ist einfach kaputt. Etui, Essential, ich brauche da eins. Blau ist jetzt nicht das Beste, aber geht schon. Mit so, ich öffne mal kurz. So mit Fächern und alles. Walkers, okay, 3 Fragezeichen. Ich suche das Buch von Gewitter. Komm, gibt's das hier? Biografien, hier müsste es sein. Ich gucke mal, wenn ich es gefunden habe, sage ich euch. Das E-Buch, Moin, König des Internets, Kappa. Alles ein cooler Dude, ich hab's gefunden. Ich gebe euch Feedback, wie es ist. Gewinnt auf Leben mit Tourette. 15 Euro für jeden mit so einem QR-Code. Den kann man einscannen und bekommt man irgendwo hin. Ich lese mir durch. Ich setze mal kurz durch. Rezepte, Bücher, also Wörter kurz geschrieben. Bis gleich. Kommt, es wird fresh. Hier, Knossi, Monte, gibt's alle hier. Alle, was ihr braucht. Viele Masken auch. 5 Läden hintereinander essen. Ledö, Mr. Fang, La Pizzera, Nordsee und Eiswerk. Du kannst einfach locker 20 Läden essen und 20 normal. Chillig. Darf man nicht essen, obwohl das aufhat. Das haben wir alles nur für Mädchen. So eine Mini-Ecke für Jungs. Der Rest nur für Mädchen. Ich schäme mich eher erzählen. Peace, Leute. Hier ist richtig frisch. Schon über eine Stunde da. Film einfach so viel. Wird richtig nass. Also. Bei TK Maxx, fresh. Socken, nicht so meins. Ah, Socken, lass mal gucken. Auch nicht meins.
schwierige Entscheidung. Alles nicht so meins. Ledo. Infused die Pfirsich. Gönnung. Sneaky. Fresh. Dieser Döner. So lecker mit Butter-Tzatziki-Fleisch. Alles. Maschallah, dieser Döner. Lecker. Döner war so 6,5 von 10. War nicht so crazy. Aber trotzdem, fresh ist aus. Jetzt Intersport. Let's go. Rein da. So, dann werden die Hände schneller trocken von diesem Scheiß. Umhängetasche. Nike. Nike ist okay. Eastpack, Nike, Dakin. Boah, ist alles nicht so meins. Die ist okay. Ich gehe mal weiter. Under Armour, McKinley, Mars Forschung. Gemütlich. Bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Adidas Socken. Ja, ist okay. Driftwood. 5,8. Wie teuer sind die? 11 Euro. Ja, sind okay. Puma weg. So, die Taschen sind auch fresh. Wie teuer sind die? Keine Ahnung, steht nichts. Hier sind Shirts. Hier gibt's viel. Ich guck einfach mal nach Shirts. Nur Buch, Etui und eine Bag. Auch kurze Hosen. T-Shirt. Wo sind die? Meine Füße schmerzen so. Armbinde. Hier sind nur Fußballsachen. Ich finde hier nichts. Boah, Trinkflasche. Die ist fresh. Ja, ist okay. Cappy. Retalk, nicht so der verfündige Shopping-Blog. Nichts gefunden. Cappy, überlege ich mir noch. Die schon noch schwarz oder grau? Ich habe die schon gekauft und hier noch ein paar Socken. Essentials. Mal schauen, welche ich mal hole. Den habe ich. Nur mit Reißverschluss. Reebok, Essex. Alles nicht so meine Schuhe. Der ist okay. Alles für Frauen. Hat sie T-Shirts? Keine gefunden. Oh, das ist nice. Ich guck mal kurz. Warte. In dieser Kabine, wo wir eben waren. Hier das T-Shirt. Ist ein Aufkleber? Ich habe keine Ahnung. Ist das schon kurz? Das Ausgang auf der anderen Seite. Weil Innersport passt. Pieces bekommen. T-Shirt, was viel zu groß ist, aber passt dann länger. Mit so einem Drive-It. Noch Socken. Schwarz Nike, Essentials. Ich stelle zu Hause nochmal alles vor. Und schau! Red Bull, Maschallah, Red Bull, Kappa. Auto, mein neues Auto. Guck mal, einfach Schuhe mit Metall. Jetzt geht's Saturn rein. Florenz, wie richtig aus. Teddy Toys, Saturn rein. Ich brauche ein Ladekabel für mein Handy. Lädt nicht mal auf. Jetzt Kabel ist da gefunden. VS4, PS5 Controller, 65 Euro crazy. Lenkrad, alles richtig nice. In Ferien kommen Streams. Alles von PlayStation 5, außer PlayStation 5. Box. Blue Yeti, das für 119 Euro. Aber schon ein frisches Mikro. Alter, ich schwitze so hart. Crazy. Eisen, fucking überteuert, aber sieht fresh aus, die Werbung. Ah, schon cool. Schon cool. Aber diese Kamera und viele fresche Cams. Eine richtig nice. Und nicht mehr jetzt. Ein paar Bildschirme gleichzeitig. Ja, lecker. Und nice LED-Lights. Ich bin Monte. Ey Leute, jetzt geht's raus. Ich habe mir gerade ein Kabel gekauft. Richtig fresh. Jetzt wieder raus. Ciao, ciao. Moin Leute. Und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Wieso mache ich mir den Rosé nochmal neu? Ja, jetzt zeige ich euch alle Sachen, die ich mir eben bei dem Shopping-Blog gekauft habe. Ein Etui in Blau, 15 Euro. Schlichtkeit, ich brauchte ein neues, ein anderes. Ist der Reißverschluss kaputt? Marke. Hier kriegt's keine Ahnung. Hier passt ein Geodreieck rein, der Uhr im Stundenplan. Hier passen meine ganzen Stifte rein, hier ist noch so Pappe. Dann als nächstes ein Ladekabel, weil meins hatte ich mir richtig aufgeladen, dauert 3, 4, 5, 6, 7 Stunden. Das hier geht ganz schnell. 2 Stunden. Stecker plus USB-C-Kabel für mein Handy. Als nächstes eine Umhängetasche. 13 Euro. H&M. Für mein erster Korb. No Size. Herrenabteilung. Richtig cool. So ein Band. Das kann man so um die Brust hängen. Kann aber auch so seine Arme durchstecken. Hier so Leder. So Reißverschluss. Leder, Silberoptik. Cool. Als nächstes kommen wir. Gewitter im Kopfbuch. Grüße gehen raus. Ist auch noch ein QR-Code drauf mit so Rezepten, Biografie, 15 Euro auch. Jetzt kommen wir zu den richtigen Klamotten. Socken. Keine richtigen Klamotten, kostet 38, 42. 3 Stück von Nike. In so High-Top, schwarze mit weißen Swoosh, 12 Euro. Kann man so tragen. Jetzt kommen wir zu einer Cap. Ist von New York Yankees. Vorne das New York Yankees Logo. Ich habe schon so eine ähnliche. New Era Tag, die hat 20 Euro kostet. Innen so noch New Era Tag. Sticker vom Baseball. Hier ist noch, setz die mal kurz auf. Das hier hinten steht ein bisschen so. Coole Cap. Kommen wir zum letzten Produkt. Viel zu groß. Nike Shirt. Hier ist noch so ein Aufkleber drauf. 45 Euro gekostet. Da steht drauf Bench Please. So grau. So eine Hantelbank. Ist mir gar nicht aufgefallen. So als Nike Logo. Das finde ich sieht richtig cool aus. Und dann nochmal Nike Swoosh. Ihr werdet jetzt sehen, wie ich es anhabe. Let's go!
So, Bench, please. Ist sehr, sehr groß, ich weiß. Und steht noch. War ein cooler Vlog. Lasst ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf Insta. Und bis zum nächsten Mal. Euer Netblog. Session. Ciao, ciao.